Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist jetzt kurz vor 8:30. Max ist heute hier bei uns und verbreitet wieder mal Stunk. Der hat Ash geweckt, weil er ein Video dreht. Ich habe gesagt, lass ihn schlafen, war gestern spät im Bett. Ash hat schulfrei und Max hat nicht auf mich gehört, ne? So, und dann ist Leo ja auch mit. Also sitzen wir bei Ash im Zimmer und dann hören wir das Kläffe so. Also nicht so doll, aber halt sitzt er vor seiner Platz, also wo eigentlich sein Essen und Trinken stehen, und bellt, weil er was essen und trinken wollte. Das war süß, der kann sich sogar so äußern, ne? Leo, du bist ja echt cool, ne? Ja. Und? Was und? Essen, schlafen. Essen? Ja, ja. Auf jeden Fall wird hier einmal gefrühstückt. Und, wollen wir auffüllen? Oh nein, falsche Schüssel! Ich bin so bescheuert. Warte, Leo, warte. Jetzt habe ich in seinen Trinken, jetzt habe ich das Wasser da nicht gesehen. Oh, voll blind. Leo, warte, ich habe hier Mist gebaut. Oh nein, wie dumm von mir. Warte, vielleicht ist das auch nass. Kann ich jetzt nicht wegtun. Scheiße. Leute, Adam und ich machen uns gleich mal fertig. Wir wollen nämlich, ich muss was einkaufen fahren. Gehen, fahren, mal gucken. Eigentlich vielleicht fahren wir sogar mit dem Rad. Warte, Leo, hier. Und das Ding ist, ich würde gerne mit euch was basteln. Da habe ich was ganz Cooles gefunden. Wieder so ein, das ist ein Kerzenständer aus solchen Holzohrringen und Kugeln. Und dafür muss ich aber in den Bastelladen, weil bei Teddy, glaube ich, kriege ich das nicht unbedingt alles so in der Größe, die ich brauche. Und es ist richtig cool. Das werden wir später mit euch mal machen. Und dann habe ich mir jetzt vorgenommen, heute endlich mal wieder zur Gärtnerei zu fahren und Himbeeren zu holen. Ich hoffe, dass wir halt was da haben. Und ja, ich habe mir schon so mal fertig gemacht. Draußen ist noch ein bisschen frisch. Habe trotzdem schon mal eine Hose und halt so einen Top angezogen und mich geschminkt. So, bin schon mal eigentlich fertig. Zum Abflug. Warte nur noch auf Adrian und dementsprechend, wie gesagt, und ich würde sagen, ich gehe mich schon mal komplett fertig machen, beziehungsweise alles mitnehmen, Rucksack, was ich brauche, und dann können wir auch schon los, weil es wird immer später und dann hat man natürlich Hunger, wenn es immer später wird. Ich bin jetzt hier im Bastelladen und habe schon mal ein paar Sachen mitgenommen, die brauche ich alle, und dann brauche ich einfach nur so einen Holzspieß noch, aber ich glaube, Holzspieße habe ich zu Hause. Also Holzkugeln und Holzringe. Ich musste ein bisschen improvisieren. Eigentlich wollte ich noch ein paar andere haben, also verschiedene Größen, gab es aber nicht, gab es nur zwei. Und ich würde sagen, das ist es erstmal. Ihr glaubt es nicht, es ist jetzt kurz vor 11 oder schon nach 11. Viertel nach 11. Wir sind noch unterwegs. Mein Schnucki hat mich hier mit so einem Frühstückchen mehr oder weniger überrascht, beziehungsweise mit einer Picknickdecke. Wir sind so ein bisschen hier auf einer Wiese und waren vorher aber ein bisschen was einkaufen. Ich habe hier Ich habe doch einen Löffel mit. Super. Ich habe den Löffel noch nicht abgegeben. Dann ist es meine. Also ich habe Croissants mitgenommen, einmal Joghurtdrink in Erdbeeren. Und so einen Joghurt habe ich eigentlich nur gekauft, weil ich da einen Löffel mit dabei hatte. Weil Adam meinte, er hat den wahrscheinlich gar nicht mit. Und einmal so ein Käse, so ein Cheesecake oder sowas. Auf jeden Fall wollen wir jetzt hier lecker frühstücken, die Sonne scheint. Und okay, dann hier ist dein M&K. Trinken ist auch dabei. Und falls du dich noch ein bisschen waschen möchtest, falls du schwitzt, ich habe auch noch Wasser dabei. Nicht. Okay, also wir wollen jetzt wie gesagt hier frühstücken und dann geht's für uns nach Hause. Können wir noch einmal kurz diese Pflanze holen oder nicht? Dauert alles zu lange, ne? Weiß ich nicht. Ist egal, dann, na gut. Also ich wollte ja die Himbeerpflanze holen. Na gut, also guten Appetit. Wir sind jetzt zu Hause in unserem Picknick. Es ist jetzt 12:30. Ash will gleich eine Radtour machen. Die fahren nächste Woche ein bisschen länger Fahrrad in der Schule. Und ich will noch mal kurz zeigen, was ich alles gekauft habe. Also, nee, du solltest auch waschen. Einmal so ein Nougat-Riegel, war super lecker. Fürs Basteln brauchte ich einmal Leim, also Holzleim, diese beiden Kerzen für diese Kerzenständer. Einmal so ein Stab und Rest sind halt Ringe. Die zeige ich euch nachher, wenn wir dann zusammen basteln. Bei Rewe gab es ein leckeres Brot, habe ich da mitgenommen. Das ist so ein Dinkel, ich meine, das ist Dinkel, oder? Vital und fit. Malz, Meerkornbrot mit so einem, ja gut. Auf jeden Fall schmeckt es sehr, sehr gut. Muss immer das kurz wegräumen. Und
Ich müsste jetzt noch einmal ganz kurz weg, ein Paket wegbringen und wir haben das nicht geschafft, bei dem Getter zu vorbeizuschauen, um nach dieser Himbeere zu fragen. Das mache ich jetzt. Mal gucken, ob sie was nachbestellt hatte oder nicht. Und jetzt geht es für mich auf jeden Fall Paket wegbringen und mit dem Auto halt beim Gärtner anhalten. Freitags verlässt uns heute wieder, ne? Auf Wiedersehen. Ich wollte schon meinen Kindern mal Tschüss sagen. Tschüss, Leo. Ja, lecker Schlüssel, oder? Ja. So, ich wollte nochmal den Kindern Tschüss sagen. Und Leo Tschüss sagen. Und dir schon Tschüss sagen. Guck mal. Wie so eine kleine Katze. Ja, du bist eine kleine Katze, ne? Also, wir hatten noch. Die Kinder haben irgendein Obst für uns. Das hier. Lecker. Erdbeeren. Ja, danke schön. Auf Wiedersehen. Also auch wieder für euch. Bye. Ciao. Guckt euch das an, ob ich hier rauskomme. Das ist so der Hammer, Leute. Das ist so eng. Aber nun gut, dafür habe ich ja hier mehr Platz. Ich versuche mal mein Glück. So, die Kids sind jetzt gleich wieder unterwegs, kommen Samstag wieder. Ich muss hier kurz den Sitz einstellen oder überhaupt das Auto einstellen, weil Max gefahren ist. Und dementsprechend ist hier alles verstellt oder Adrian gefahren, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier immer alles, wenn irgendeiner gefahren ist von uns, immer alles anders. Ja, heute haben es jetzt 25 Grad und ich glaube, es wird sogar ein bisschen wärmer gleich. Die Sonne ist zwischendurch immer weg. Und ich sehe es mal zu, dass ich das alles loswerde und vor allem, wie gesagt, nach dieser Himbeerpflanze endlich mal gucke. Mal gucken, ob ich da Glück habe heute oder nicht. Ich habe die Himbeere jetzt abgeholt. Guck mal, die sieht heute schon besser aus. Also sind sogar Himbeeren schon dran. Die sind natürlich noch nicht reif. Aber eine hat sie jetzt erstmal. Genau, dann nehme ich die schon mal mit, habe ich gedacht. Sonst haben die noch wunderschöne Rosen hier überall in verschiedenen Sorten, verschiedenen Farben. Ist richtig hübsch. Guck mal, ist voll cool. Aber wie gesagt, ich nehme die Himbeere erstmal mit. So, ich koche gerade Kartoffeln. Ich habe mir gedacht, ich mache Kartoffelsalat und Würstchen. Aber dann sagte zwar, ja, wir haben hier aus der Dose Kartoffelsalat, aber das ist nicht so meins. Irgendwie. Ich habe gesagt, nee, ich mache jetzt einen eigenen. Hoffe natürlich, dass ich Mayo habe. Ansonsten, doch, wir haben noch Mayo. Bei dem Wetter kann man nicht so viel essen. Jetzt kommt die Sonne raus. Gerade eben war sie komplett weg. Und es ist recht warm. Ich werde, glaube ich, meine Hose gleich mal umziehen, weil das wird langsam echt warm. Und die Kinder sind los. Ash ist los. Er will eine Runde Fahrrad fahren. Und ich möchte gerne schon mal im Flur durchsaugen und ein bisschen wischen. Die Kids kommen ja Samstag wieder zurück. Und diese Woche liegt die Kieler-Woche an. War ja schon seit 2 Jahren nicht mehr. Und bin sehr gespannt, wie das da alles so wird. Im Moment sind die schon immer aufbauen, haben wir geguckt. Die haben schon angefangen, alles aufzubauen. Und Freitag, glaube ich, geht es sowieso los. Ja, bin sehr, sehr gespannt, wie gesagt. Nun gut, also ich gehe mal ganz kurz staubsaugen. Übrigens, ich freue mich so auf diese Himbeerpflanze. Ne? Ich hoffe, dass sie auch einen schönen Platz da hat, da wo ich mir das überlegt habe. Dass sie halt nicht eingeht, beziehungsweise dass sie einfach auch genug Sonne bekommt. Und ich finde, da ist eigentlich schon der optimale Platz. Aber das stand auch drin. Ich habe jetzt hier gelesen, man soll halt auch so einen Stab reinmachen sozusagen, damit es halt hält. Ich habe sogar noch einen größeren Stab. Den kann ich reinschlagen. So ein Kantholz, oder wie nennt man das? Und auf jeden Fall muss ich mich echt damit befassen. Schreibt mir gerne mal, wie ihr, ob ihr Himbeeren habt. Könnt mir gerne ein paar Tipps geben, auf was ich da achten soll. Also die Verkäuferin meinte nur, wenn ich das Loch gebuddelt habe, soll ich das erstmal mit Wasser nass machen, die einpflanzen, dann Erde rüber und nochmal wässern und wässern natürlich jetzt, ne? Und ja, aber so sieht sie ja ganz gut aus. Die war ja letztes Mal, als ich die kaufen wollte, sah sie nicht so geil aus. Da hing alles nur noch. Wie gesagt, weil sie zu wenig Wasser bekommen hat. Mein Schnucki hat unsere Picknickdecke immer ausgerollt. Ich glaube, er wollte die eigentlich ausklopfen oder so, weil der Rasen ein bisschen nass war. Und ansonsten gehe ich jetzt einmal nach Staubsaugen. Jetzt kochen, habe ich angefangen schon mal so ein bisschen was vorzubereiten. Ich würde ganz gerne in den Kartoffelsalat Zwiebeln reinlegen. Dann gibt es nochmal Frühlingszwiebeln und natürlich saure Gurke.
Ich habe solche russischen, habe ich schon öfters mal gezeigt. Das sind diese hier. Die sind richtig mega. Die habe ich von Rewe. Rewe hat die. Und ich habe mir gedacht, solange die Kartoffeln jetzt nochmal kochen, schneide ich schon mal den Rest halt ein bisschen klein. Und ja, im Flur ist alles soweit fertig. Ich habe sogar die Fenster und die Tür geputzt. Und gewischt habe ich den jetzt auch, also gesaugt, gewischt. So, Ash ist noch nicht da. Er sagt ja, Mama, ich komme bestimmt so in 3 Stunden wieder. Er würde ganz gerne halt eine größere Strecke fahren. Und hat Trinken mitgenommen, Apfel mitgenommen. Und bin gespannt. So, und zum Kartoffelsalat, wie gesagt, habe ich gedacht, gibt es einfach Würstchen. Oder ich gar nicht. Ich glaube, ich kann Sushi essen dazu nochmal. Ich bin seit 2 Tagen jetzt ohne Fleisch. Ich habe gedacht, mal gucken, wie lange ich das aushalte. Weil ich irgendwie auch gar keinen Hunger darauf hatte, ehrlich gesagt. Manchmal hat man so einen Hunger drauf auf irgendwie eine bestimmte Wurstsorte oder so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Oder halt Fleisch, also gerade so Grillfleisch. Da werde ich natürlich schwach. Aber so gestern, vorgestern hatte ich kein Fleisch gegessen, auch keine Wurst. Mal gucken. Mir ist auch irgendwie nicht danach. Im Moment ist es so, weiß ich nicht. Am liebsten würde ich halt eben sowas halt essen. Oder Sushi war sehr lecker, hatte ich ja gestern auch wieder gekauft. Hat wirklich sehr gut geschmeckt von diesem Stand. Ich habe übrigens gesehen in der Stadt bei Edeka, die haben auch so einen Stand, wo sie genau die gleichen Sushis verkaufen. Das ist, genau. Und diese, ich hatte ja diese, warte mal schnell, Mochis gekauft, die habe ich noch gar nicht probiert. Das mache ich mal nachher. So, die Gurke habe ich hier schon mal klein geschnitten. Wir haben heute, als wir einkaufen waren in der Stadt, kurz eine bekannte oder ehemalige Nachbarin von uns getroffen, von früher. Schon lange, lange her. Sorry. Und haben so lange gequatscht, war so nett, haben die Nummern jetzt ausgetauscht, weil sie in der Nähe von meiner Mutter wohnt. Und ich habe auch gesagt, ich sehe dich ab und zu mal, dass du dann mit dem Auto so lang fährst, wenn ich von meiner Mutter fahre oder, halt zu meiner Mutter. Und die sagte, lass uns bitte jetzt die Nummern austauschen, weil irgendwie WhatsApp, dann bist du immer erreichbar, ne? Haben schon ein bisschen geschrieben heute, weil sie fragte, na, habt ihr euren Hund noch? Also Leo. Habe ich ein Bild geschickt, oh, der ist so niedlich. Ja, ist ganz süß. Das Lustige war ja, als er bei uns 5 Tage lang war und die Kinder nachher ihn wieder geholt haben, hat er mir am ersten Abend echt gefehlt, ne? Das war irgendwie, er war ja jeden Abend quasi bei uns auf der Couch und plötzlich, zack, ein Leo mir da. Man gewöhnt sich so schnell daran, ne? Das ist voll krass. Ja. Aber wie gesagt, einen eigenen Hund möchte ich nicht. Das ist mir dann doch zu viel Verantwortung. Und vor allem, wie gesagt, die werden auch noch krank, ne? Das ist toll, toll jetzt, aber das ist ja nicht alles so schön. Einige von euch haben geschrieben, ja, wenn ich die Videos sehe, bekomme ich gleich Lust auf einen Hund, auf einen eigenen Hund. Aber Leute, das täuscht, ne? Das, was ihr im Video seht, das ist ja nicht alles. Also, wie gesagt, für uns jetzt habe ich gesagt, nee, nee, nee. Gut, dass wir das nicht gemacht haben. Gut, dass wir auf Ash nicht gehört haben und ihm den Wunsch erfüllt haben. Wie gesagt, er ist selbst schon drüber froh, ne? So, also, das habe ich jetzt geschnitten. Die Kartoffeln übrigens, ja, wie ich die gekocht habe, ich habe die vorher geschält. Habe ich mir jetzt angewöhnt. Wenn ich irgendwie Salate mache oder so, koche ich die Kartoffeln schon ungeschält, weil das ist viel einfacher. Da muss man nicht nachher auch noch die ganze Haut abholen, die Schale. So, jetzt kann ich abgießen, dann werden die gleich einfach mal abkühlen. Und dann ist fertig. Also ich finde, es ist dann besser. Puh, das ist so heiß. So, jetzt lasse ich die nur noch abkühlen. Ich habe die extra, guck mal, wahrscheinlich macht ihr das auch vielleicht nicht anders. Ich habe sie jetzt geschält und in solche Scheiben einfach geschnitten, damit ich es gleich einfach schneiden kann. Wir müssen die einmal abkühlen. Mit Gurken bin ich jetzt hier fertig. Nur noch einmal die Frühlingszwiebeln und dann bekomme ich langsam Hunger. Wir hatten ja vorhin erst gegessen, gefrühstückt recht spät. Aber so, wenn man so ein bisschen was gemacht hat, ist es schon anders, ne? Ach, siehst du, ich habe meinen Einkauf im Auto vergessen. Ich habe aber bei Lidl angehalten und habe nur Tomaten mitgenommen. Wir hatten heute Morgen Tomaten vergessen. Hab ich jetzt noch im Auto. Aber nun gut, kann ich ja immer wiederholen. Und heute muss ich unbedingt die Blumen gießen, ne? Weil gestern habe ich es nicht gemacht. Heute Morgen habe ich es nur hier vorne gemacht. Das ist so praktisch, dass die Regentonnen hier vorne stehen.
dann muss ich einmal ganz kurz quasi da eintauchen und schon bin ich nachher fertig hier mit dem Gießen. Das ist irgendwie sehr praktisch. Das andere muss ich ja ums Haus drum herum laufen. Da habe ich manchmal dann so keinen Bock drauf. Aber wenn es nicht anders geht, muss man das halt machen, ne? So. Klein geschnitten. Jetzt warte ich nur noch auf meine Kartoffeln. So, ich habe jetzt hier einmal den Salat soweit vorbereitet. Am liebsten hätte ich dann noch so ein gekochtes Ei dazu gegeben. Dann braucht man gar nichts mehr dazu zu essen. Ne? Ich habe jetzt Kräuter, so ein Kräutersalz dazu gegeben. Also von diesem Ankerkraut, was ich Salatkräuter immer habe. Und soweit ist es dann fertig. Gleich kommt nochmal Mayo. Und dann können wir auch schon gleich essen. Aber ich habe irgendwie noch keine Würstchen, fällt mir gerade so ein. Ja. Die muss ich nochmal braten, wir haben noch welche. Ja. Also Würstchen muss ich gleich braten. Salat ist soweit durch. Das riecht so gut, Leute. Das riecht richtig gut. Ich schreibe gerade die ganze Zeit zwischendurch mit meinen Bekannten, also die ehemalige Nachbarin, die wir getroffen haben. Die hat auch zwei Hunde. Und genau. Voll lustig. Na gut, so, jetzt geht's einmal ans Würstchenbraten. Ich habe jetzt vom Salat ein bisschen abgefüllt für morgen und das ist hier quasi jetzt das, was wir jetzt essen mit Adrian. Er ist ja noch nicht da, aber ich habe jetzt eine geile Mischung hier auf dem Teller bei mir, ne? Sushi mit Kartoffelsalat, aber das schmeckt auch gut. Die Würstchen brate ich gerade. Adrian macht gerade eine kleine Sonnenpause, er liegt in der Sonne, weil er gerade noch ein Video geschnitten hat die ganze Zeit und so, guck mal. Fertig, mein Essen schon mal. Adrians Gurken. Voila, Essen ist fertig. Adrians Wurst, irgendwie sieht es ein bisschen komisch aus, wie so eine Folie. Keine Ahnung, Plastik. Aber mir war jetzt neu, dass ich das abmachen muss. Jedenfalls, alles ist fertig. Für mich gibt es nochmal O-Saft, mit ein bisschen Wasser verdünnt. Und für Adrian halt eben auch so ein Getränk. Ne? Na gut, der liegt gerade, also wir essen jetzt mal schnell, kurz vor 3. Schnucki, Essen ist fertig. Aber wir essen draußen, das ist immer ganz schön. Gucken, was er gleich zu meinem Kartoffelsalat sagt, ob er das mag oder nicht. Oh, es ist herrlich draußen. Die Sonne ist auch gerade verschwunden, kurz. Oh, lass es dir schmecken, mein Schatz. Du hast ja eine heiße Mischung, ne? Ja, Reis passt mit doch, Kartoffelsalat. Fisch ist das nicht, ne? Nein, Avocado und Gurke. Und ich habe mal dein Essen hier ein bisschen geändert. Willst du das ersetzen? Willst du meinen Kartoffelsalat nicht? Ich kann nicht. Probierst du mal kurz wenigstens, um zu sagen, ob das schmeckt. Kohlenhydrate. Du wolltest Kartoffelsalat zur Dose essen. Nee, auch nicht. Das hast du falsch verstanden. Nein. Mmh. Na gut, also. Hast du super gemacht. Schmeckt wir essen wie, jetzt. Gut, wie gekauft. Echt? Also ja, nicht besser. Gut. Ja. Das wollte ich gerade hören. So, ich bin jetzt im Garten und ich habe mir gedacht, dass ich die Himbeere hier einpflanzen würde. Müsste eigentlich gehen. Und außerdem muss ich die nächsten Tage irgendwann mal zum Bauhaus fahren, beziehungsweise nein, zu diesem anderen Baumarkt in Reisdorf. Und Rinden muss ich nochmal holen und das noch ein bisschen auffrischen, hier in diesem hinteren Bereich. Da habe ich nicht mehr so viel irgendwie. Jo, also ich gebe jetzt hier mal mein Bestes. Ich habe jetzt ganz viel hier gemacht. Ich habe diese Himbeere eingepflanzt, die Blümchen gegossen, alle. Und jetzt ist die Sonne wieder da. Ich habe gedacht, ich esse jetzt einfach mal so einen Kirschjoghurt, hatte ich vorhin ja bei Rewe geholt. Mache eine kleine Pause und dann würde ich ganz gerne mit euch was Schönes basteln. Das Wetter ist richtig herrlich heute. Ist auch mal angenehm, wenn die Sonne weg ist. Und dann ist es auch schön, wenn sie wieder da ist. Ich hatte übrigens auch die ganzen Blümchen, die jetzt ausgeblüht waren oder verblüht waren, abgepult. Mache ich immer nach dem Gießen. Und also eigentlich doch immer beim Gießen. Dann sammelt sie das nicht so an und dann hat sie auch halt Kraft wieder zu wachsen, die Blume. Ach, mein Schnucki ist immer noch beim Videoschnitt und Ash ist wieder zurück. Er hat 30 Kilometer geschafft. Er ist dreimal eine 10-Kilometer-Runde gefahren
Und ja, hat auch gar keinen Hunger. Er hat irgendwie einen Apfel mitgehabt und er sagte, auf Mittag hat er jetzt irgendwie gar keinen Appetit. Genau, na gut, ihr Lieben, also ich esse jetzt einmal kurz hier meinen Joghurt. Noch meine Pause draußen, habe ich jetzt gedacht, so, jetzt basteln wir mal was ganz Schönes. Ich habe schon mal was vorbereitet, damit ihr mal am Anfang seht, was es werden soll. Ich drehe mal ganz kurz mal die Kamera. Und zwar ist es ein wunderschöner Kerzenständer, wie ich finde. Man kann das ganz unterschiedlich variieren. Also ihr braucht dafür solche Ringe. Je nachdem müsst ihr gucken, welche Größe ihr dann quasi benötigt. Also ich hatte jetzt diese beiden Größen hier, also 4 Ringe von den großen, 2 Ringe von den kleinen, 3 Kugeln, die ich jetzt mittlerweile schon aufgespießt habe und auch zurechtgeschnitten habe, einmal auf so einen Stab. Und das Ganze ist dann so, total einfach gemacht. Ihr müsst einfach nur gucken, wie ihr das Ganze so ein bisschen gestaltet. Zum Kleben habe ich jetzt einfach mal Bastelleim mitgenommen und zwar innerhalb von 5 Minuten wird er fest. Also es gibt natürlich nur einen Leim, braucht ein bisschen länger. Aber 5 Minuten Trockenheit ist auf jeden Fall, oder Trockenzeit ist ganz gut, passt auch. Und hier könnt ihr einfach eure Fantasie freien Lauf lassen, wie viele Kugeln ihr nehmt, welche Größe von den Kugeln ihr nehmt. Hauptsache, das passt halt eben so ein bisschen quasi hier so drauf. Das wird ja quasi geklebt gleich. Mit einer Hand geht es schlecht. Und genau, ich würde sagen, ich werde jetzt einmal mit dem Leim das Ganze machen und dann bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das Ganze jetzt gleich hier aussehen wird. Guck mal. Tada! Ist total easy. Also, ich klebe das mal schnell. So sind die Kerzenständer geworden. Ich finde, das ist richtig cool, oder? Was sagt ihr? Ich finde, die sind ganz hübsch. Also passt auf jeden Fall. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut halt zu Boho. Nun habe ich den nächsten Basteltipp für euch. Und zwar habe ich solche kleinen Kugeln hier. Und zwar habe ich so ja, 4 Blöcke A9 Kügelchen quasi zusammengelegt, die werde ich mal zusammenkleben gleich und danach werden die einfach aufeinander gestellt und dann habt ihr so eine Art kleine Vase, Boho-Vase, eine quadratische, wo man einfach wunderschön halt Trockenpflanzen da einfach mal reinstecken kann. Ich hoffe, dass es einigermaßen gleich hübsch aussieht. Ich habe mich heute bewusst erstmal für den Leim entschieden. Ich hatte sonst ja immer mit Heißkleber geklebt, aber Heißkleber geht schnell, nur es sind immer die Fäden da und das ist alles ein bisschen ungleichmäßig. Und so mit dem Leim kann man nicht viel verkehrt machen. Deswegen, wie gesagt, klebe ich erstmal ganz schnell mal das alles zusammen. Die sind jetzt alle trocken und jetzt werden die einfach aufeinander geklebt. So und so und so und so. Schaut mal. Quasi eine kleine Vase. Man könnte es aber auch so lassen zum Beispiel. Die Größe ist auch in Ordnung. Genau, das wäre wie diese Bubble-Kerze, ne? Genau, also so sieht das Ganze aus gleich, wenn es fertig ist. Tada! Die Kugeln waren ja nicht so ganz gleichmäßig, ne? Deswegen müsst ihr mal, also muss ich nachher gucken, welche Seite ich am besten dann nach vorne stelle, weil die dann doch nicht so ganz gerade sind. Und dieses Leim ist nachher sowieso transparent. Also man sieht es nachher nicht. Genau, also, jo. Erstmal fertig. So, ich hätte jetzt gerne mal eure Meinung zu dieser Vase.
Max ist angekommen, super. Freut mich ja. Es ist kurz nach 6:30. Wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Ich habe noch schnell mein Video geschnitten für morgen. Denn morgen früh haben wir ein bisschen was vor mit Ash. Dementsprechend bin ich jetzt froh, dass ich es jetzt gemacht habe. Mixdown läuft und muss ich morgen nicht drum kümmern, weil morgen kann ich nämlich was Neues aufnehmen. Das ist manchmal so, wenn man aufnimmt, aber auch noch schneiden muss. Und dann ja, ist es manchmal so ein bisschen stressig, sage ich jetzt mal. Alles auf einmal. Hier fliegen schon irgendwelche Blümchen rum. Wo haben die die? Wo kommen die her? Ja, also. Schreibt mir gerne mal, wie ihr die gebastelten Sachen findet. Ich finde die total hübsch. Ich finde es auch total easy. Und lasst mich gerne mal wissen, ob ich das nochmal machen soll oder lieber nicht. Ob ihr sagt, nee, mögen wir gar nicht, lieber was anderes oder so. Weil ich weiß auch nicht so ganz, was ihr für einen Wohnstil zum Beispiel zu Hause bei euch habt. Also wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, lasst es mich wissen. Schreibt mir das gerne. Das mache ich dann weiter mit euch, dass ich ein bisschen was bastel. Also im Grunde bastel ich es ja für mich, aber auch so für euch so ein bisschen als Inspiration. Manchmal sehe ich auf Insta irgendwie was Nettes, denke ich, Mensch, eigentlich könnte ich es auch mit euch mal teilen, das Ganze. So, genau. Ja, Lieben, ich mache gleich Abendbrot. Wie gesagt, Video wird gerade verarbeitet. Adam hat sich gerade Sofa fertig, das mache ich dann auch noch gleich. Wir haben noch ein bisschen gelegen vorhin, die restlichen Sonnenstrahlen nochmal genossen. Morgen, glaube ich, soll das Wetter irgendwie ein bisschen schlechter werden. Ich weiß es gar nicht, zum Wochenende sollen wir es irgendwie heiß kriegen. Aber morgen soll es nicht so sonnig werden. Aber zumindest wurde es für heute auch nicht vorhergesagt. Samstag soll ganz warm werden. Sonntag schon wieder ein bisschen Regen. Ja, ihr Lieben. Ja gut, steckt man halt nicht drin. Aber wie gesagt, hier bin ich ja fertig draußen. Normalerweise liegt immer abends halt eben auch nochmal Blumengießen an und ein bisschen abzupfen, abrupfen, Abendbrot machen. Aber das fällt jetzt erstmal alles weg. Ich mache jetzt nur noch Abendbrot gleich. Ich brauche nochmal Ash, ob er noch irgendwas essen möchte. Und übrigens, unser Picknick heute Morgen war total schön. Da könnt ihr natürlich bei Adrian im Video mehr sehen, weil da hat er ein bisschen mehr aufgenommen. Ich denke mal, so doppelt aufnehmen ist Quatsch. Ich habe nur kurz was gezeigt oder gesagt, was wir da gerade machen. Und dementsprechend könnt ihr bei Adrian aber ein bisschen ausführlicher das Ganze sehen. Also war total schön. Das war halt auf einer Wiese und es ist immer so, wenn wir spazieren gehen irgendwo, das habe ich schon seit lange, lange Zeit, dass wir irgendwo spazieren gehen, so ein schönes Feld sehen oder so oder eine Wiese. Und dann denke ich immer so, oh, das wäre jetzt so geil, mal hier zu frühstücken. Und das haben wir heute gemacht. Vorher noch ein bisschen was eingekauft dafür. Adrian hat sogar an die Picknickdecke gedacht. Eigentlich hatte ich gedacht, ach, wir setzen einfach auf den Rasen, geht ja auch. Ich meine, Picknickdecke ist natürlich was anderes, ne? Er hat die dann mitgenommen. Und dann haben wir nochmal gemütlich gefrühstückt. Waren dementsprechend ein bisschen später hier. Aber wie gesagt, er hat dann das Video aufgenommen. Ich habe ein bisschen was eingekauft. Und ja, war total schön. Was wollte ich noch sagen? Ach so, hier mit Ash-Allergien, da habe ich das Video davor schon ein bisschen was dazu erzählt. Wir haben jetzt die Kuscheltiere. Also einige haben mir geschrieben, ja, man kann bei euch überhaupt nicht irgendwie ohne Allergie hier leben, weil ich halt hier Trockenblumen habe und Kissen und Decken und so weiter. Es ging ja die ganze Zeit gut. Also es ist jetzt so extrem, als es so anfing zu blühen. Und Max oben, er hat auch, er merkt auch Heuschnupfen, ne? Bei Ash war das, nachdem er, also ganz schlimm wurde es bei Ash jetzt, als er einmal im Wohnwagen gewesen ist. So, das war richtig extrem schlimm. Da lief bei ihm alles. Also er fühlte sich total schlecht, ne? So, und im Grunde, ich habe ja schon die ganze Zeit diese Trockenblumen da ja stehen. Und er hatte ja nichts gehabt. Nur jetzt halt. So, und er hat die Kuscheltiere jetzt weggelassen. Ich habe ihm gesagt, lass mal die Kuscheltiere weg. Und er hat sowieso Antimilbenbettzeug. Also, ich weiß nicht, was ich noch sonst noch machen soll. Ich wische auch schon wirklich fast täglich bei ihm Staub. Es wird gesaugt, gelüftet und, weiß ich nicht. Muss man beobachten jetzt. Also, wie gesagt, aber jetzt geht es schon wieder besser. Und er hatte die Kuscheltiere nicht rausgepackt. Ich habe gesagt, lass sie erstmal irgendwie unterm Bett wieder, also in seiner Schublade halt, ne? Und das hat er jetzt die letzten 2 Tage nicht mehr gemacht. Aber ist klar, das kenne ich auch, dass halt eben diese Milben sich überall sammeln, ne? Und er hat so viele Kuscheltiere noch da liegen. Ich habe gesagt, okay, vielleicht solltest du die erstmal weglassen. Also danke nochmal für eure Tipps. Ihr habt ja fleißig geschrieben alle. Und viele leiden unter Allergien, ne? Das ist mir auch aufgefallen. Also bei uns in der Familie ist es so, dass meine Mama Heuschnupfen hat und ihre Schwester hatte Heuschnupfen. Die Eltern wiederum, also meine Oma, Opa gar nicht. Dann die Seite von meinem Vater in der Familie hatte gar keinen Heuschnupfen, also wirklich null.
total merkwürdig irgendwie. Und bei uns ist es so, dass halt die Kinder durch Adrian, hat ja Heuschnupfen, wobei bei ihm, glaube ich, in der Familie auch gar kein Heuschnupfen ist. Ja, ich weiß auch nicht. Jedenfalls ist leider so. Aber Max, wie gesagt, merkt das auch. Bei ihm jucken dann die Augen, dann muss er die immer auswaschen. Es kommt immer wahrscheinlich auf den Pollenflug an, also wie das so ist, wie dramatisch das Ganze ist, ne? Ja, ihr Lieben, ich will euch jetzt nicht voll quatschen. Ich gehe jetzt einmal Abendbrot machen, frage nochmal die Männer, was sie jetzt essen wollen. Und heute bin ich dann Tag 3 ohne Fleisch. Weil, wie gesagt, weil ich gar keinen Hunger drauf habe irgendwie. Genau, muss ich gucken. Ich mache mir gleich wieder mein, wahrscheinlich Kräuter... Käse kann ich gut essen, also mag ich gerne halt mit, einfach naja, auch mit Tomate drauf oder halt Gemüse, Salat oder sowas. Ich guck mal gleich, was ich mal zaubern kann, und dann gucken wir heute die letzten Folgen von Merlin. Dann haben wir die Serie schon wieder geschafft und die war so schön. Wir haben immer ein Problem gehabt, irgendwie überhaupt eine schöne Serie zu finden bei Netflix. Irgendwie war da so nichts Passendes. Na gut, ich gehe jetzt nochmal ganz schnell Abendbrot machen. Schon gibt es Abendbrot. Ich habe für uns drei Teller gemacht. Esch hatte auch Hunger. Manchmal sagt er immer so, nein, ich brauche nichts, aber ich habe schon gegessen. Oder ich muss noch. Ich muss auf dem Boden, Dreck hier. Jedenfalls habe ich einmal für Esch zwei Brote geschmiert. Das sind die selbstgebackenen Eiweißbrote, beziehungsweise Low-Carb-Brote. Kein Eiweiß, sondern Low-Carb-Brote. Mit Kohlrabi, Paprika, Gurke und dann jeweils Cabanossi hier und Salami. Für mein Schnucki sieht der Teller so aus. Er hat auch Frischkäse, Salami, Käse, Mettwurst mit Senfkörnern und auch halt eben ganz viel Gemüse. Und das ist hier mein Teller. Ich habe hier das gekaufte Brot heute von Rewe mit Knoblauchbutter aus Dänemark und dann habe ich einfach mit Käse, Normalkäse, Rest Vegankäse hatten wir noch und schaut mal, das gleiche Gemüse wie auch, naja fast, also Radieschen haben wir nur, Adrian und ich, er mag die nicht. Und jedenfalls gibt es bei uns gleich hier Abendbrot. So, Abendbrot ist gleich bei uns angesagt, ihr Lieben. Ich bin schwierig auf meinem Lieblingsplatz, auf der Lieblingscouch, die ist so gemütlich. Also hätte ich niemals gedacht, dass Paletten so gemütlich sein würden. Ja gut, da ist natürlich was drauf, ne? Diese Matratzen, aber ich finde das total schön. Und mit der Gardine gefällt mir das auch sehr, sehr gut, weil es so schön gemütlich ist. Hier fliegen ganz viele Schmetterlinge. Das ist krass dieses Jahr. Irgendwie haben wir heute dieses Jahr auch so viele. Ja, ihr Lieben, also ich würde ganz gerne jetzt mich verabschieden von euch. Hoffe natürlich, dass das Video euch gefallen hat, dass meine Basteltipps euch auch gefallen haben. Kann ich gar nicht aufnehmen. Nee, wir haben Schmetterlinge hier, ganz viele. Die flattern, guck mal. Das ist so süß. Die flattern hier hin und her. Seht ihr das? Kann man es auf der Kamera sehen? Das ist ein Schatten. Kann man das sehen? Da flattern die. Na gut, genug von Schmetterlingen. Also, schreibt mir gerne mal, wie gesagt, ob ihr das mögt oder nicht mit diesen Basteln. Oder ob ich gleich irgendwas anderes basteln soll. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, was ihr so für Interessen habt. Oder auf jeden Fall wünsche ich auch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.